Tank vorne weg, der Heiltank. Das Podium der Stein bricht. Etwas stimmt nicht. Wie eine Böe. Etwas stimmt nicht. Ja, wir kriegen gleich ordentlich Dresche hier. Mhm. Ach, das ist doch schön hier. Das ist schön hier? Ja. Na, mit den Steinen habe ich immer meine Probleme gehabt bisher. Haltet es auf! Feuerwehr, was macht ihr da? Schau mal. Hier, kommt hinter diesem Steinschild! Geh da raus. Geht da raus. Geh da raus. Geh da raus. Rutschen, rutschen. Okay. Vom Prinzip. Der macht eigentlich nicht viel anders als auf Normalwelt. Also, er macht halt zwischendrin. Wieder so. Schwebt das in die Luft hoch. Und dann müssen wir halt in diesen Stein laufen. Das müssen wir halt zweimal machen. Dann halt man möglichst mittig. Dass der Weg quasi nur der halbe ist. Dass wir auf der anderen Seite vom Raum laufen müssen. Okay. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann kommen halt am Rand diese Steinattos hoch, die da gerade rumliegen. Und die machen so Eruptionsschaden auf dem Boden. Also da machen so eine Welle von sich weg und es wird immer stärker. Also die müssen irgendwann umfallen. Also die priorisieren, wenn die Ads da sind, die schön die Ads wegmachen. Und die kann man auch unterbrechen, wenn die jemanden so anvisieren mit dem Strahl. Weil die dann nochmal Schaden machen. Mhm. Also immer schön die Ads wegmachen. Und aus den Schadensflächen von ihm halt rausbleiben. Und es kommt halt bei 80, 60 und 30% mal. Und ab 30% kommen zwar die Steinatos und dann müssen wir halt gucken, ob der Schaden reicht, weil es eigentlich der Execute ist. Er wird dann so ein Steintornado um sich rumformen im Hard Mode und enormes viel Schaden machen mit den Steinatos außen zusammen. Und dann hast du eigentlich nicht mehr die Zeit, außen nochmal die Steinatos wegzumachen. Mhm. Also du hast zu wenig Schaden, dann müssen wir die halt nochmal wegmachen. Er muss dann eigentlich probieren, mit Horn und mit Schadensbuffs den runterzuhauen. Ab 30. Um das gegenzuheilen. Und wenn es nicht geht, müssen wir halt noch einmal die Steinatos wegmachen außen. Jetzt müssen wir gucken, wie es im Schaden ist. Schauen wir uns mal an, ja. Und von mehr von Bezug auf Erinnerung an diese Außen, diese Steinfächer. Wenn ihr den Buff jetzt mitgenommen habt, da kommt halt zwischendrin so eine rote Kugel hoch, da könnt ihr jetzt Synergie drücken. Und das erhöht halt nochmal den Schaden dann mit diesem Strahl. Mhm. Los in 3, 2, 1. Dieser verderbte Geist darf nicht noch mehr Schaden anrichten. Bewegen. Fesseln. Eingang. Eingang. Links. Links. Position, also auf die andere Position gehen. Ich wollte Blech. Blechen. Jetzt habe ich wieder weniger Schaden gekriegt, komischerweise. Flächen. Boah. Jetzt haben wir ineinander gestanden. Wieso hast denn du das überlebt und ich? Ich bin rausgedodged. Nee, da lag ich ja schon. Ich habe jetzt nichts abbekommen. Ich sehe was falsch. Ja, vielleicht zehnmal ist verzögert. Du siehst wieder, das sieht anders, ja. Ja, aber ich bin jetzt halt durch die Scheiße bei dir rein, ja. Felsen gleich. Felsen hier bei mir.
Gegenüber? Shit. Felsen? Ja, Tank. Rechts? Rechts. Wir sind dann auch wieder in Execute-Phase. Ist jetzt Execute? Okay. Ja. Unterbrech. Ja. Mit Ansagen, Leute, mit Ansagen. Ich gebe uns ein Schild. Warum sterbe ich da zuerst? Alles noch. Irgendwie merkwürdig. Haben wir noch eine Barriere? Ich kann mich nicht wegkriegen. Nee. Das geht nicht. Ich heile die anderen, aber mich schaffe ich nicht weg. Ich unterbreche. Ist tot. Ja, ihr habt es geschafft. Alter Schwede. Geil. Ich habe jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch geschaut, wo muss ich gleich unterbrechen. Ich war auf den Stab und hab geschaut. Alter. Jetzt habt ihr endlich Schaden rausgehört. Yes. Ja, genau, das war jetzt irgendwie. Das war jetzt. Okay, ich habe jetzt. Ich hab mich jetzt eigentlich noch mehr geheilt als alles andere. Hat aber gut funktioniert. Es ist einfach komisch, ja, ne? Also warum. Es ist wahnsinnig viel Neuler. Ja, dann der Schaden, der Schaden ist komisch, da gebe ich dir recht, Wolby. Also das ist. Es wechselt, es ist wirklich. Strange, ja. Ich kann es nicht. Jetzt kann ich manchmal echt schlecht einschätzen. Also diese flächenförmigen Folgen habe ich dann gesehen. Komm, flott weiter. Ja. Mhm. Wir fassen noch zu spät. Zweiter Boss. So, ich wechsle schnell. Immer schon, oder was? Ja. Das ist die blöde Kuh. Da ist halt wichtig. Ah. Er beschwört halt mehrere Ads, die machen wir weg, die lassen so eine Schadensfläche. Und da kommen halt auch so Faune. Und da sind die Faune wirklich wichtiger als der Boss. Weil die wie die Atros sind. Also die gehen dann in die Bäume und machen enorm viel Schaden auf uns im Hard Mode. Also wirklich schön die Faune wegmachen. Oder wenn die schon im Baum sind, die Bäume wegmachen, dass wir rauskommen. Ja, schauen wir uns mal an dann, ja. Und wenn der Boss wegportet, dann tust du sich in so 4 Kopien aufteilen. Die tust halt alle tanken. Und wir müssen nacheinander die Kopien wegmachen. Oder? Mhm. Und dann kommt das Original wieder. Und das wiederholt sich halt einfach nur. Ja, okay. Mir macht er nicht. Muss ich mir anschauen. Unten lang. Muss ich mir anschauen. Wir sind soweit. Ja. Buffoot ist noch bei ihm aktiv. Ja. Alles klar. 3, 2, 1, los geht's. Was ist das? Ah. So schneisen, was die macht. Aus den Bäumen. Okay. Das ist so ein Faun. Ja, Faun machen. Den kann man auch unterbrechen. Ja. Springt er nicht in den Baum.
So, vorne ist tot. Bin halt heute dort schon unter Blechweltmeister, sagst du. Ja. Das heißt, ein bisschen ernster. Und dann lassen diese Giftflächen da am Boden. Du musst ein bisschen dich weiter bewegen dann. So, Kopien. Der alle im Spot. Sehr gut. Und einen Debuff drauf kleistern. Debuff ist auch auf alle drauf. Ja komm, blitze den anderen ab. Boah. Hey. Ich so viel Ausdauer, dass du mit drei Blitzen hintereinander schießt oder zwei. Ja, dann nimm doch die Wasserkugel. Ich glaube, ich tanke die da hinten jetzt, oder? Die wird feuert. Wieso wird das jetzt eine Feuerkugel? Weil die abwechselnd kommen, glaube ich. Nee, das war vorher eine Wasserkugel, jetzt ist eine Feuerkugel. Ja, weil es der erste Buff ist. Ich weiß gar nicht. Macht die Heilung? Oder Schild? Gemacht. Alles. Baum hinten. Baum. Kann ich den Bus so mit draufziehen? Klappt das? Ja, mal schon. Auf jeden Fall einen Baum spielen. Nee, der Bus. Wo ist denn der Bus? Ja, der ist Kopienphase. Ja, oder? Wir haben Kopien. Kopien, ja. Schmeißt er mich? Ja, er schmeißt dich zwischen den Abblocken oder Dodgen. Komm bitte. 80.000 Blitze. Ja, jetzt kommt was ist denn das? Kommt zu mir. Das hilft aus der Ulti raus, ey. Ja, ich. Das ist irgendwie weggebaut jetzt. Ja, der, der ist einfach weggelaufen. Keine Ahnung. Baum hinten. Soll ich hier mal bleiben oder wie? Ja, wir kommen jetzt euch zu dir. Baum. Bahn unterbrechen. Baum noch hinten da. Ich zieh dir mal irgendwie hier ist noch so ein Scheißbaum. Ja, was ist denn jetzt für ein Riesenwurzelfiech? Kommt jetzt immer mehr Schaden rein, es ist jetzt der Execute, weil die ganzen Faune kommen. Ja, hier auf dem Baum alles drauf, was geht. Ja, Ralf ist zu weit weg. Oh, scheiße, ich bin in der Giftfläche. Da eine Faune spuckt da hinten noch. Wahnsinn. Ja, ich bin down. Mach den weg. Ja. Wir haben den Schaden da hinten, hätten vielleicht. Ja, der ist tot. Ach, sehr gut. Aber die gibt vielleicht mehr so viel. Also, der Baum, ja. Also, ich wollte also, den jetzt auch nicht aus dem Baum rausziehen, sonst hätte ich jetzt gesagt, rein von den Giftflächen, ich ziehe den wieder raus, halt ein bisschen, ne? Ja, da hinten war halt noch ein Faun und ich glaube, ab der 10- und 15% Grenze musst du den einfach bursten, weil 1000 Faune kommen in die Bäume. Ja, ja. Bäume sind. Bäumsen. Wurscht, first try, easy. Freunden im Bäumsen. Alles ist besser als der erste Boss. Ja, das hat er auch. Sag das nicht so laut. Kommt nicht hier und noch das Blitzvieh. Ja, das Blitzvieh kommt auch noch. Ja, aber ich kann mich nicht mal mehr. Ich kann mich allgemein an den gerade überhaupt nicht erinnern, was da alles kann. Ja, ich mache eh noch Kaffee. Kann da das in Ruhe erklären? Ja. Da schauen wir es uns auch einfach mal an. Gestorben, also, ich will den Turm eh nichts mehr, was schon weiß, wie. Also, ist jetzt kein No Death Run oder so.
Ne, der ist schon vorbei. So ist es. Ja, ja, wenigstens. Ich kann es erklären, ja. Ja. Ich weiß nur die Prozentanzahl nicht mehr genau. Ansonsten weiß ich alles noch. Es ist so, macht der so Hartmut eigentlich nicht viel mehr. Ich weiß nicht, was ich kann, weiß ja, gar nicht. Also mehr. Pass auf. Ich bin absolut das ist erstmal so ein Druide, der da rumsteht, ne? Das ist da vorne. ja. Der tut zwischendrin so Felsen aus dem Boden beschwören. Die tun um sich rum irgendwann mal so ein Schadensfeld bilden. Und dann spucken sie so einen Steinhakel auf dich. Ja. Die überlappen sich mit den anderen Flächen hier. Genau. Da muss man sich am besten immer ein bisschen mit dem Boss bewegen, weil der spawnt irgendwo an den Ecken halt mal so diese Steindinger. Und wenn da zu viele auf einem Haufen stehen, hast du halt keine Freifläche mehr, wo du rauslaufen kannst aus diesen Flächen. Okay, also ich ziehe den Boss mit drauf, sozusagen, dass die dann weggerüstet werden. Okay, verstanden. Wie weggerüstet? Muss man die töten? Ne, die Steine bleiben. Ja. Die explodieren okay, dann einfach. Okay, aber die kommen halt irgendwo hoch und von da aus machen sie dann so einen Radius an Schadensfläche. Ja, okay. Und da, die kommen auch random, oder? Also die kann ich nicht irgendwie steuern. Ich weiß nicht, die kommen, glaube ich, da, wo der ungefähr steht. Da schmeißt du die mal hin. Was ganz wichtig ist, er tut so einen Blitzspeer irgendwo hinschmeißen. Diese Blitzlanze, das ist so ähnlich wie die in Kühnes Aegis. Die macht übelst Schaden und schießt so Blitze. Die müssen wir ganz schnell tot machen als CDs. Und im Hard Mode tut er die halt öfter schmeißen. Ja, da ist dann der Wall höher und der Schaden von den Blitzen ist stärker. Die müssen wir und ich und Ralf halt ganz schnell wegmachen. Und die Thematik ist halt, wenn du genug Schaden hast, kannst du ihn 100 bursten auf die nächste Phase und die ganzen Blitz, also die Blitzsperre einmal wegmachen oder zweimal und dann 100 bursten. Weil wenn du die ganze Zeit die Blitzsperre spielst, wirst du dann irgendwann bescheuert. Ja, du musst die eigentlich, also wenn der Schaden passt, kannst du die ein, zweimal spielen, dann burstest du, bis die Phase kommt, weil er sich dann später nämlich in Werbären verwandelt. Und ab der Phase schmeißt du die Blitzsperre nicht mehr. Ja, die berüchtigten Werbären. Also das müssen wir mit dem Schaden mal schauen, wie das dann hinkommt. Weil jetzt müssen wir die halt sauber runterspielen, immer die Lanzen. Dann macht er zwischendrin, bevor das passiert, solche Kamikaze-Bomber. Wölfe sind das auch, oder? Da kommen so rote Wölfe an dem Rand hoch und dann kriegst du so ein Fadenkreuz über dir. Und dann springen die dich an und explodieren. Und das sind normalerweise 4 Stück und im Hardmod sind es, glaube ich, 8. Die nacheinander in die Gruppe springen und explodieren. Da muss man halt rausgehen. Dann, wenn eine gewisse Prozentzahl erreicht, ich glaube 60-70%, dann verwandelt es sich in Werbären. Dann ist ganz wichtig für dich, der macht so einen ganz großen Kegel auf dich, so einen Brüllen. Dieses Brüllen musst du dodgen. Also das kannst du nicht. Blocken. Du musst es blocken. Also das kannst du nicht dodgen. Versuch das nicht. Ja. Okay, da muss ich da Barriere zünden, wenn ich es voll habe. Ja. Ne? Das macht dir auf Wett schon viel Schaden. Also geschildert geht es. Aber im Hardmode macht das massivst Schaden auf dich. Das musst du wegblocken mit allem, was du schilden kannst. Und der Heiler muss es gegenhalten. Du musst es gegenhalten. Weil es pervers Schaden auf dich machen wird. Ja, das müssen wir sich anschauen. Genau. Und zwischendrin sieht er einen Spieler an und rennt auf den zu mit so einer Linie. Wenn der Spieler rechtzeitig losläuft, dann kann der hinter einen von diesen Felsen, wo der ja zwischendrin hochbeschwört, hinlaufen. Und der läuft gegen diesen Felsen und ist kurz gestunt. Dann kann man die Ultis draufschmeißen und schön Schaden drauf machen, dass er in die nächste Phase kommt. Zwischendrin würde er sich dann wieder zurückverwandeln in den Druiden. Und dann müssen wir den halt nochmal die Phase spielen, was ich schon erwähnt habe, mit Blitzlanze, Kamikaze-Dinger, Steinen und sowas. Und dann kommt der wieder hin zum Werbären und dann geht es halt nochmal. Und am Schluss in der Richtung Execute, du da halt einen Haufen Blitze vom Himmel beschwören, die noch Schaden auf die Fläche machen. Ja, für dich ist wirklich das Wichtigste, dass er diesen Angriff auf dich macht, dieses Brüllen, und das musst du halt zwingend blocken. Ach, ich kann mich erinnern, das ist so ein Konus-Angriff, oder? Ja, genau. Ja.
Ja, das zwingend blocken, okay. Und es kann sein, der du dann, bis vorher da ausholt zum Brüllen, dich mal ein Stück schubsen, also ein bisschen Schritt zurückgehen. Ja. Und der bewegt sich manchmal ein bisschen komisch. Also wirklich den schauen, dass er von der Gruppe wegbleibt. Aber manchmal dreht er sich nochmal so kurz komisch, bis vorher da rausbrüllt. Mhm. Wir müssen halt dann auch schauen, dass wir da rausbleiben. Was anderes, wo ich meistens auch auf Wetzel gestorben bin, ist, er macht da so einen Steinschlag. Ja. Muss ich das blocken oder wie ist das? Da bildet sich halt die Fläche aus von dem Stein. Am besten aus der Fläche rausgehen und blocken zur Sicherheit. Ich weiß das nicht, mache das, sehe ich da nicht. Ja, schon. Das müssen wir uns mal anschauen. Ich bin ja schon weitergekommen, wie wir gedacht haben. Ja. Ich bin ganz erstaunt, also Schnauze. Ja. So, tank ich den. Also, weil du gemeint hast, die Dinger am Rand. Soll ich den erstmal in die Mitte tanken oder was ist denn grundsätzlich? Ich tank ihn normalerweise relativ mit. Also halbmittig, also da, wo der Schatten hier aufhört, da hinten so. Das Problem ist, wenn er da die großen Kreise macht, die alles voll machen und er steht in der Mitte, dann können wir nirgends hin. Ja, ist klar. Dann also irgendwie so halbmittig. Ja, scheinbar. Dass, halt, dass er an der Fläche bleibt halt. Ich ziehe den, ich gehe ein bisschen so nach rechts und ziehe den von hier. Der macht riesengroße rote Kreise, da ist kein Platz mehr dann. Wir schauen uns das an, ja. Ja, das ist ja mal gern. So ein Zweit. Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1. Ich werfe euch von dieser Klippe. Haben wir nicht? Okay. Schauen wir mal, wie es heute ist. Kann ich die Kugeln nicht anziehen? Jockern. Wie meinst du? Kugeln kann ich nicht nehmen. Oh. Du musst richtig rinlaufen, stell dich mal rein. Blitzsäule, Blitzsäule. Wölfe. Zolle, genau. Lichchen. Okay. Säule. Und der ist zum Viech geworden. Die Säule hinten noch. Wenn wir da hinten. Was denn da? Diese, gestern hat er es auf die andere Seite geschmissen. Hier kommt's, Achtung. Oder? Ja. Ergebt euch meinen Prank. Oh, scheiß dich an. Ansturm. Mit Sturm, du kannst immer. Man kann ihn probieren, habe ich. Daneben geworfen. Und genau, man kann den so lenken, dass er in so eine Säule durchläuft. Ja, ja, kein Problem. Blitzsäule. Fuck. Achtung, Strahl. Oh, ich sehe es ja nicht, Firi. Ja. Wo ist denn die? Da beim Kegel nicht da reingehen. Nicht da reingehen. Ah ja, ich weiß. Also es geht viel leichter heute. Viel leichter, viel leichter. Ja. Viel leichter. Du bist nicht mehr knapp vom Tod. Ich muss Panik haben. Ja, das ist auch für alle Empor-Dinge. Ansturm. Ach komm. Bomber. Der nimmt mich immer ins Visier, wenn ich... Ich hatte es. Hat nichts in der Achso, was ich dachte. Wir sind ja in die gleiche Richtung. Achtung, Schuppen auf mich. Bomber kommen. Ansturm. Blitzsäule.
Und auf mich. Ja. Mach nicht mal Barriere. Sonst brauche ich immer Barriere. Bomba. So, hast du Ruhe bitte. Robin? Oh, wer hat da nicht geblockt? Ich hab geblockt, ich war aber mit dem Bein in diesem Blip. Ja, ich war gerade mit beiden drin schon. Mit Säule. Bomber kommen. Jetzt kommt die Bomber wieder auf uns, bitte. Ja. Säule. Glocken. Oh fuck. Gut. Scheiße! Schnell Petra holen. Locken und dodgen geht nicht. Nee. Achtung, Wölfe kommen gleich. Kommt zu Petra. Sehr gut. Jetzt ist mein Buffet noch raus, ja, ehrlich jetzt. Alles Splitzäune. Oh, was hat denn mich jetzt umgebracht? Das waren die Blitze. Ansturm. Bomber. Ich hab gespannt, nein! Nein! Fuck. Was ist der? Auf mich? Der hat mich jetzt gerade gestummt. Heilen, heilen, heilen. Na, ja, geht. Blitzsäule, warum rennst du weg? Ja. Nein, 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 nein! Tank, stimmt nicht. Ja, ja, ja. Der war mal schön. Der war mal schön. Wer? Was? Der ging jetzt durch drei Säulen durch. Ja. Errungenschaft freigeschalten. Easy! Heute läuft's. Also komm, wir können jetzt gleich bei der Säule. Also ja, auch mehr. Achtung, wollen. Machen wir die Blitzsäule her, ja, komm, mach's ja weg. Ja, wir machen jetzt. Wir spielen die runter bis ein paar Prozente. Immer Blitzsäule weg. Ansturm. Mit der Bombe. Glocken. Blitzsäule. Achtung, Bullen. Ich hasse das ein bisschen manchmal. Bomber kommen wieder. Ansturm. Robin. Blitzsäule. Und auf mich. Nein! Fuck. Bomber kommen. Schön, schön, schön. Ansturm. Was Zeit? Wird draufgestellt. Ja, Robin. Jetzt sollte noch mal. Michel. Gibt's das? Ja. Was denn? Ah! Oh, dodge ich rein in den Bär nicht jetzt hier. Macht jetzt keinen Scheiß drin, ey. Raus. So. Ansturm nochmal. Lock den noch. Halt. Und die nochmal drauf. Locken. Nein!
Fuck! Boah, nervt mich das? Immer das Blocken und dann will ich dodgen und bin tot. Ich dodge zu früh. Oh, weg mit dem Vieh. Yes. Nice! Wir haben es geschafft. Das war jetzt gerade eine gute Runde für mich. Der Wurst, tot ist tot. Nee, du hast mich durch 6 Phasen durchgehalten, bis auf die eine halt. Scheiß drauf, also alles gut. Ja, gut. Jawohl. Hey, super, wieder alles erledigt. Das war jetzt geil. Ja, fand ich schon jetzt gut, doch. Sau gut. Binden. Na bitte, wieder was erledigt. Ist doch schön.